Als Mädchen schon war Cleo klar, sie wird mal Königin sein. Sie zeichnete und malte aus, da war sie noch recht klein. Louis reiste durch die Welt, ein Künstler so wie du. Fresco war sein erster Mat und Skelly war die Crew. Wir singen, heb den Anker, hey Jungs, welche Kunst wartet heute auf uns? Komm an Bord und geh mit uns fort. Werd einer von uns Piraten. Königin Cromania war keine nette Frau. Sie stahl den Thron, verbot die Kunst und alles wurde grau. Cleo fand das schrecklich so, ja, sie musste fliehen. Sie nahm das Buch der Künste mit, wollt mit den Dreien ziehen. Wir singen, heb den Anker, hey Jungs, welche Kunst wartet heut auf uns? Komm an Bord und geh mit uns fort. Das sind Cleo und die Kunstpiraten. Cleo und die Kunstpiraten. Der Kelch der Feuerflussinsel. Da ist sie. Ah, deshalb heißt sie Feuerflussinsel. Das sieht ja heiß aus. Das ist Lava aus dem Vulkan. Da winkt uns jemand zu. Ich glaube, er braucht unsere Hilfe. Oh, Gott sei Dank, dass ihr hier vorbeigesegelt seid. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ehe was passiert? Ehe der Vulkan ausbricht. Kabumm! Mein Boot ist fortgetrieben. Ich sitze hier fest. Ganz ruhig, Amigo. Wir bringen dich in Sicherheit. Danke. Könnt ihr mir helfen, meine Sachen zu tragen? Na klar. Wo sind sie denn? Kommt mit. Oh. Vorsichtig. Der Boden hier ist aus Ton. Der ist sehr rutschig. Das kannst du laut sagen. Madre de Fresco. Ist das heiß hier? Das dauert nur ein paar Minuten, dann verschwinden wir wieder. Verschwinden? Aber ich finde es super hier. So, da sind wir. Oh, die Kiste da nehme ich. Danke nochmal, dass ihr mir helfen wollt. Ich heiße Cleo und das ist Louis und das ist... Fresco del Gecko, stets zu Diensten. Und du bist... Oh, entschuldigt, wie unhöflich von mir. Ich bin Aolani, der Bewahrer des Kelchs. Und dank euch wird der Kelch jetzt gerettet. Was für ein Kelch? Dieser Kelch. Unglaublich. Wow. Er ist sehr alt und etwas ganz Besonderes, vor allem heute. Warum heute? Am heutigen Tage muss alle 12 Jahre der rechtmäßige Herrscher von Chroma aus diesem Kelch trinken, sonst... Was sonst? Sonst macht es Kaboom! Der Legende nach bricht ansonsten der Vulkan aus. Ich muss fliehen, bevor die Insel von Lava bedeckt wird. Das ist ein trauriger Tag. Traurig? Heute ist ein Glückstag, mein Freund. Vor dir steht niemand anderes als Prinzessin Cleo, die rechtmäßige Herrscherin von Chroma. Euer Hoheit. Und ich habe gerade ganz schönen Durst. Die Tradition wird fortgesetzt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, nur weil ich aus einem alten Kelch trinke, dass der Vulkan nicht ausbricht. Ich auch nicht, aber warum ein Risiko eingehen? Das ist ja ein sehr ungewöhnlicher Kelch. Er ist weder aus Metall noch aus Glas. Trotzdem ist er sehr hart. Das ist Keramik. Ah, was genau ist Keramik? Darüber steht viel hier im großen Buch der Künste drin. Seht mal. Wow, diese Vase sieht ja toll aus. Sie wurde im alten Griechenland hergestellt. Und diese Suppenterrine wurde in China vor fast 700 Jahren getöpfert. Lapita-Keramik, wie dieser Kelch wurde, vor langer Zeit auf den Inseln Polynesiens hergestellt. Seht euch mal diese schicken Muster an, als ob sie den Kelch tätowiert hätten. Naja, die hat man in den feuchten Ton gedrückt, bevor sie sie getrocknet haben. Was war das? Feuchter Ton? Ja, das, worauf Louis vorhin ausgerutscht ist. Unglaublich, da erschafft man so schöne Sachen und das aus Erde? Tja, ja. Bastelt ihr Keramik, die man hinterher brennt? Gibt es 2 Wege, wie ihr vorgehen könnt? Das geht gut mit einer Scheibe, die sich dreht. Wodurch das, was ihr macht, nach oben strebt. Oder nehmt einen Klumpenton und drückt ihn. Knetet, faltet, haut ihn, drückt ihn. Seid ihr fertig, könnt ihr euch ausruhen. Aber eine Sache müsst ihr tun. Jetzt kommt's, ihr müsst im Ofen brennen. Der muss richtig heiß sein, im Ofen brennen. Richtig glühend heiß sein, im Ofen brennen. Weiß glühend heiß sein, bekommt ihr Ton allein in den Ofen rein. Im Ofen brennen, da kommt alles hinein. Im Ofen brennt, kein Grund zum traurig sein. Im Ofen brennt, bis es hart ist wie Stein. Hat mir keine Angst, das hält jahrelang. Brennt man Ton wirklich in einem Ofen? In einem Brennofen, durch die Hitze wird der Ton hart. Ist das nicht unglaublich? Im Ofen brennt, der muss richtig heiß sein. Im Ofen brennt, richtig glühend heiß sein. Im Ofen brennt, bis es hart ist wie Stein. Hat mir keine Angst, das hält jahrelang. Euer Hoheit, der Vulkan brodelt. Es wird Zeit für die Zeremonie. Ja, er sieht aus, als würde er gleich hochgehen. Oh, hoppla. Oh nein!
Haltet hey. Ihn fest! Nein! Oh nein! Oh, die Tradition wird gebrochen werden. Damit ist die Insel verloren. Keine Angst, Aluani. Sieh doch. Aber wie sollen wir da rankommen? Gestattet mir, euch die Dienste eines Helden anzubieten. Was für einen Menschen schwierig ist, ist für einen Gecko ein Kinderspiel. Eieiei! Fresco! Oh, das ist eine Katastrophe! Puh. Hier unten ist es heiß wie in einem Ofen. Ich habe die kleinste Sauna der Welt gefunden. Haben wir es eilig? Wirf uns einfach den Kelch hoch, Amigo. Dann kannst du da so lange bleiben, wie du möchtest. Du bist ein wahrer Held, mein Freund. So klein und doch so mutig. Und so gut aussehend. Kommt, Prinzessin. Es ist Zeit für die Kelchzeremonie. Die Kelchzeremonie? Das ist nicht hinnehmbar. Ich bin die Herrscherin von Chroma. Die Einzige, die aus diesem Kelch trinken darf, bin ich. Gräbotter, wo sind Sie? Aha, Admiral Karl. Ja, meine Liebe. Ich meine natürlich meine Königin. Hast du Lust, dich zu verabreden? Oh, ich hab schon gedacht, ihr würdet nie fragen. Was habt ihr euch denn so vorgestellt? Ich hab mir vorgestellt, dass du sofort zur Feuerflussinsel fährst. Feuerflussinsel? Ja. Haben wir damit ein Problem? Oh nein, gar nicht. Ich dachte nur mehr an sowas wie die Kuschelbucht. Feuerflussinsel klingt irgendwie so gefährlich. Richtig, da gebe ich dir recht. Aber im Vergleich zu dem, was dir passieren wird, wenn du ohne den Kelch zurückkommst, den die Piraten dort haben, wird es dir wie ein Tag im feinen Hotel vorkommen. Ich hoffe, ich habe mich klar ausgedrückt. Etwas Klareres habe ich nie gehört, Euer Majestät. Gut, und enttäusch mich nicht. Ihr habt sie gehört, Wächter. Voll Dampf voraus zur Feuerflussinsel. Hier und heute feiern wir Weg die... Weg da, verschwinde! Gräbotter! Der Gräbotter! Jetzt weiß Königin Chromania, dass wir hier sind. Und Admiral Karl ist schon hierher unterwegs. Was? Nein, das ist eine Katastrophe! Der Kelch darf nicht in ihre Hände fallen! Ach, keine Sorge, wir können den Kelch doch vergraben! Was, in Ton? Na, das glaube ich wohl nicht, Amigo. Das ist es! Ihr seid ja zwei Genies! Ach ja? Aus dem Ton können wir doch einen falschen Kelch herstellen. Dann lassen wir Admiral Karl den mitnehmen und der echte ist in Sicherheit. Na, das nenne ich ja mal wieder eine kreative Lösung. Genial! Ihr seid alle Helden! Das ist Karls Landungsboot. Er ist gleich hier. Aber der Kelch ist noch nicht trocken. So merkt er, dass es eine Fälschung ist. Oh, das ist eine Katastrophe. Wir brauchen einen Plan B. Zuerst brauchen wir mal einen Brennofen. Was ist mit dem Felsvorsprung, auf dem es so heiß ist wie in einem Ofen? Natürlich. Da wird der Kelch in 0, nichts trocken. Mein Freund, du bist ein echtes Genie. Und ich sehe gut aus. Augenblick. Ich glaube, selbst Admiral Karl wird auffallen, dass auf dem Kelch kein Muster ist. Wir brauchen Piratenplan C. Ah, Problem gelöst. Ist perfekt! Oh, was ist das für ein Freudentag! Und jetzt müssen wir ihn brennen! Du kletterst, ich werfe! Ei, ei, Capitano! Im Ofen brennen! Der muss richtig heiß sein! Im Ofen brennen! Richtig glühend heiß sein! Im Ofen brennen! Weiß glühend heiß sein! Hab nur keine Angst, das hält jahrelang! Gleich sind wir da, Wächter! Ganz leise! Heute ist ein Freudentag. Aha! Du, da lass den Kelch fallen! Andererseits, nein, tu's nicht! Admiral Karl, was für eine Überraschung! Mit dir haben wir hier überhaupt nicht gerechnet. Niemand rechnet mit Karl und seinen Wächtern. Und jetzt, wenn ihr so gut werdet, mir den Kelch auszuhändigen, bitte? Na, dann musst du ihn zuerst fangen. Ja! So ist es gut, Freunde. Renn schnell wie der Wind. Verflixt! Die Piraten sind entkommen. Verfolgen wir sie, Wächter! Hoho, der Kelch ist wieder in Sicherheit. Was ist das nur für ein Freudentag? Die Piraten sind entkommen? Schon wieder? Traurigerweise ja. Aber es ist nicht alles verloren, Euer Majestät. Seht nur, der schöne Kelch. Ah, gut gemacht. Leider ist er aber eine Fälschung. Eine Fälschung? Das ist unmöglich. Ach wirklich? Und wie erklärst du dir dann das hier?
Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wie wär's mit Auf Wiedersehen? Ah! Nächstes Mal da kriege ich euch Piraten. Die Tradition des Kelches wurde für weitere 12 Jahre bewahrt. Welch ein wunderbarer Freudentag. Ja! Lang lebe Prinzessin Cleo, die wahre Königin von Chroma. Ja! Im Ofen brennt, der muss richtig heiß sein. Im Ofen brennt, richtig glühend heiß sein. Im Ofen brennt, bis es hart ist wie Stein. Habt ihr keine Angst, das hält jahrelang.